Schaut jetzt nicht so schön aus, aber hier muss nie mehr einer rein. Das geht natürlich so nicht, weil das um eins dann weiter muss. So muss das sein. Dann muss das hier auch weg. Echt immer noch nicht. Wir müssen das nach unten verlegen, ne? Das ist, ich glaube nicht, dass das Wasserrohr das Problem ist, tatsächlich. Ich glaube, das ist immer noch das Rohr oben. Wir können das aber gleich auch einfach easy peasy rausfinden, indem wir das einfach hier wegbauen. Im Zweifel legen wir es halt nach unten. Warte kurz, das ist immer noch ein bisschen drin. Kabel könnte auch das Problem sein, das stimmt ja. Switchen wir mal das Kabel schnell raus. Ich mache das ungern im. Wasserrohr oben rechts. Wasserrohr könnte auch das sein, aber normalerweise sind die Kanten von den Türen eigentlich immer relativ safe. Aber das wissen wir jetzt gleich. Jetzt geht's. Es war tatsächlich das Kabel. Verrückt. Das Kabel muss nämlich hier irgendwo durch. Doch auch hier unten irgendwo noch, oder? Ach nee, das muss auch oben durch. Oh nö. Okay, machen wir jetzt eins nach dem anderen. Erstmal kommt das Rohr hier durch. So. Ich lege das schon oben mittig durch, weil das auch schöner aussieht dann. Und auch wir Lampen theoretisch ja irgendwann mal, falls wir das doch mal bräuchten, einbauen können. Unten ging es nicht. Das hat er gerade nicht gemacht. Frag mich nicht, wieso. Will er gerade nicht. Sonst hätte ich es unten durchgeführt, wäre einfacher gewesen. Wenn die Tür fertig ist, ja gut, dann ist jetzt eh zu spät. Dann legen wir es jetzt oben durch. Nee, durch die Frames gehe ich nicht. Ich versuche das zu vermeiden, weil es einfach auch ein Riesenchaos wird, wenn du durch die Frames durchbaust. Weil das siehst du nicht mehr und wenn dann da irgendwas in einem Frame kaputt ist, das suchst du, du suchst dich zu Tode. Du wirst dich zu Tode suchen und fluchend sagen, nein, 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 nein. Außerdem ist es ganz gut, dass wir unten Platz haben, weil ich habe nämlich keine Lust tatsächlich, dass wir unten müssen wir mit den anderen Sachen durch. Mit den Förderbändern müssen wir unten durch. Das ist dann besser, wenn wir das so machen. Weil dann müssen wir nämlich hier auch nochmal was wegnehmen dann. So.
Okay. Dann brauchen wir jetzt diese Türe. Und ein Schweißgerät. Stemmeisen und Glasscheiben. So, damit ist die Tür jetzt erstmal angeschlossen. Oder warte mal, ging das nicht auch hier oben durch? Das ist einfacher. Machen wir das so. Können wir nämlich hier an der Seite, wobei das weiß ich gar nicht, ob das so tatsächlich funktioniert. Können wir trotzdem mal ausprobieren. Weil jetzt kommt hier nämlich nichts mehr durch. Jetzt saugt er das leer und dann kann Code Blue seine Ice Bells nämlich noch nachträglich reinwerfen. Weil dann müsste das nämlich alles unkritisch gehen. Geh direkt davor, sag Bescheid, bin ich da. Ja, es dauert ein bisschen. Der muss den Raum erst leer pumpen. Das zieht sich noch ein bisschen. Also ein bisschen braucht es noch. Gut. Vor allem, weil ich ja noch mal rein muss. Gut. Du wartest quasi wie ein Schießhund. Wobei, ja gut, die Temperatur ist immer noch 20 Grad, weil halt kein Vakuum per se da ist. Außerdem muss ich erst den Schacht fertig bauen. Schacht ist durch. 18 Grad, das ist immer noch zu viel für das alles hier. Aber ich bleibe jetzt hier mal, Cold Blue, dass jetzt... Ja, okay. Wir haben 1 Kilopascal so zum Teil noch drauf. Das ist noch richtig viel Temperatur drin. Ja gut, da war auch relativ viel da auch von Haus aus drauf. Jetzt einmal sehe ich bei Harzbo richtig, steht da 907 Mol. Wie viel hält denn so ein Rohr aus? Oder ist es egal? Okay, ist nur der Druck entscheidend. Der angezeigt wird. 60 Megapascal. Ja, okay. Weil dann ist es egal, wie viel Mol das letzten Endes drinnen ist. Aber verstehe ich schon richtig. Okay. Wenn ich jetzt direkt neben dem Ice Crusher stehe, haben wir 15 Grad. Das ist immer noch zu warm. Wobei, ich muss tatsächlich hier raus, sonst wird das nie was. Aber dann kann ich in Code Blue halt auch nichts mehr sagen, ne? Das ist auch doof. Wobei wir technisch das auch noch checken könnten, denn... Ja, ein Sensor, aber ich habe jetzt keinen dabei und nochmal rein und raus zu latschen, das ist halt, das verzögert das alles jetzt nochmal ewig. Im Prinzip wollen wir ja nur, dass es funktioniert, technisch gesehen. Was es theoretisch ja auch eigentlich schon hätte. Aber wir haben halt wahnsinnig viel Gas, ist halt in die Atmosphäre hier rausgewandert und das war halt schon doof.
Also, Code Blue, da wo ich jetzt gerade stehe, ist relativ nah, ein Block vor dem Crusher, hat es jetzt 214 Pascal aktuell. Also wir sind jetzt kurz vor leer. Also da solltest du relativ bald was reinwerfen können. Na gut. Gib mir noch eine Minute. Ja, alles gut. Ich musste mir gerade eh ein Laptop-Aufladekabel holen, damit ich den Stream verholen kann. Oh, das ist ja unverschämt fast schon. Denn jeder Klick zählt. Das ist richtig. Und ist außerdem saulieb. Ja, und einer muss ja auch hier auf den Chat aufpassen. Ach so. Mit den ganzen Lümmels hier. Aber da macht doch auch der Partybär, oder? Bär? Ja, genau. Aber der Partybär lässt so viel durchgehen. Also ich gebe gern mal ein Timeout auch. Ach so, meinst du, bist da der strenge Blue? Ich bin da auch sehr streng meistens. Oh, lass ich bitte durchgehen. Also, die letzten 3-4 Wochen hab ich dich jetzt eher seltener rigoros durchgreifen sehen. Das ist richtig, das kann ich nicht bestreiten. Ja. Also, ja, ist der strengere. Ja. Der strenge Blue. So, 63 Pascal noch, jetzt haben wir gleich hier Vakuum drin. Ich weiß es genau. Ich hätte einfach einen Wandkühler noch reinbauen sollen, dann wäre das noch schneller gegangen. Beste wird der Moment sein, wenn du wieder rausgehen musst. Ja, ich warte aber, bis du das Zeug reingeworfen hast, damit wir wenigstens wissen, dass es auch wirklich funktioniert. Weil, weißt du, sind wir ehrlich, wenn wir den Server das nächste Mal hochfahren, allein bis wir drauf sind und wirklich da mal du Ärzte dann reinschmeißt und solche Geschichten, da hat sich der Raum, ist der zweimal leer. Ja, das ist dann keinen Unterschied mehr. Aber ich will dann erstmal wissen, dass es hauptsächlich technisch gesehen wenigstens funktioniert. Wir haben heute relativ viel Aufgeräumarbeiten eigentlich nur gemacht oder so Mining-Sachen oder so. Tatsächlich weniger das, was ich eigentlich vorhatte. Ja, das kommt beim nächsten Mal. Das denke ich auch, ne? Beim nächsten Mal wird dann umso spannender. Okay, also wir haben 27 Pascal noch, der letzten Meter, das haut jetzt dann noch raus. Aber die letzten Pascal sind immer die am längsten dauern. Auf dem Rohr drauf. Geht so. Aber es steigt wieder, das heißt, irgendein Filter hat es auf jeden Fall zerlegt. So, 17 Pascal noch. 16. Oh Gott. Was denkst du, ist mein Baguette fällig, was ich in den Ofen geschmissen habe, bis wir bei Null sind? Die Frage ist, wie lange dein Baguette noch dauert? Ah, 10 Minuten dauert das noch. Ja, 9 Pascal noch, ne? Also es ist, die letzten Pascal dauern am längsten, das wissen wir. Das ist, das ist eine Universalweisheit. Pascal war noch nie der schnellste, sag ich immer. Ah, ja. Was? Fühlen sich wieder alle Pascals im Chat angesprochen. 85 Leute haben einen Pascal. So nicht! 6 Pascal noch. Es ist halt... Pascal-Baiting! 5 Pascal. We are running out of Pascal. Aktuell. Wie viel Pascal brauchst du, um das Eis zu crushen? Genau 0. Denn das crusht sich doch von allein.
4. Ja, ich sag ja, am Schluss dauert es am längsten. Ja, Lucius, das sind sie auch. Das 2 Pascal noch. Das Problem ist, dieser Anschluss hier hinten, hier glitscht das ein bisschen durch und dadurch wird es an die Atmosphäre abgegeben. Und wir haben durch den letzten Run, den ich gemacht habe, fast nichts am Ende rausbekommen. Weil das so schnell weg in die Atmosphäre verdampft ist, dass alles zu spät war. Das ist der Übergang zum Ice Crusher, der das Problem ist. Oder zum Sorter, ja genau. Also wir haben hier überall stellenweise das Zeug verloren. Das sah aus wie ein kaputter Kessel, also so ein Flickkessel. Das hat nichts gebracht. Genau, wenn dann nachts das Zeug reinschmeißt und hier drin ist es kalt genug. Das Problem ist, wir haben einen Zugang zur Base. Das heißt, hier wird immer warm sein. So, letztes Pascal noch. Das ist einfach schlicht nicht dicht. Und dadurch müssen wir hier ein Vakuum erzeugen. Dann ist die Temperatur auf 0. Also gar keine Temperatur vorhanden und dann kann Code Blue hier alles reinwerfen, ohne dass wir irgendwie Stress kriegen. Das sagt aber auch voraus, dass unser Vorrohr natürlich deutlich mehr belastet wird, als es bei mir jetzt gerade noch war. Damit kriegst du aber die Temperatur nicht runter. Sobald wieder Eis reinkommt, hast du wieder Pluswerte. Hast du nicht, weil keine Temperatur quasi der höchstmögliche Minusgrad ist. Das heißt, das Eis schmilzt nicht. Das ist das, womit wir arbeiten. 100 Leute gucken dem Druckmesser zu. Spannung pur. Ich habe euch extra dafür Musik eingeblendet. Warte kurz. 0,6 Pascal. Es ist schlicht nicht dicht, Andrea, ja? Das, so kann man das sagen. Meine lieben 0,4 Pascal. Cold Blue ist schon heiß. Ja. Er ist schon kurz davor. Er ist schon kurz davor, den Rucksack fallen zu lassen. Jetzt wird's ein bisschen wild. So geht's nicht. 0,3 Pascal. Cold Blue ist ready. Und wir haben 0,3 aktuell. Da, wo ich stehe, ist tatsächlich auch gerade keine Atmosphäre, aber das heißt noch nichts. Hier wäre gar nichts drin. Wir haben hier noch ein bisschen Rest. Es muss überall leer sein, sonst geht's nicht. Hier ist nichts. Wir sind offiziell im Vakuum. Code Blue! Ja? Lasse er den Rucksack fallen. Eieieiei. Ich bin schon ganz aufgeregt und ich bin auch nervös. Ich bin auch nervös, wie ein Schnitzel im Sommer. Dann drücke ich mal Q für Pro Mining Belt MK2 und lass ihn los. Lass ihn los. Schmeiß ihn rein. 1. Ist drin. Ich sehe ihn reinflitzen. Darf ich alle reinwerfen? Alles rein. Na gut. Das ist aber ein schönes Feuerwerk. Wir werden sehen. Allerdings, es ist kein Druck hier aktuell drin. Also heißt, es wird auch gerade alles reingewurschtelt. Wir sehen hier, die Temperatur bleibt konstant auf 0, auf Vakuum. Und wir bauen keinen Druck auf. Hier sehen wir mal, dass das Ding auch arbeitet. Also es ist was drinnen in dem Gerät. Die ersten Mining Belts kommen auch schon wieder raus. Okay. Ja, ich sehe das tatsächlich hier, dass hier immer was durchflitzt. Hier ist auch viel Eis noch am Start. Viel Oxide sehe ich hier auch. Wasser hast du auch ein bisschen gefunden, oder?
Nicht viel, aber ja. Ja. Volatile sehe ich hier gerade durchflitzen. Okay. Ich würde sagen, das hat eigentlich ganz gut geklappt, oder? Habe ich die große Explosion verpasst? CMX, da explodiert nichts. Das ist butterweich hier. Oh, da hängt ein bisschen Volatil rum. Aber schmilzt nicht. Schön. Bergs erste Luftschleuse, die er jemals gebaut hat, wird bald abgebaut. Nein! Warum nur? Weil die mitten in einem Kraftwerk nichts zu suchen hat. Sie gehört wenn dann am Anfang oder am Ende. Oder irgendwo zwischendrin. Auf jeden Fall bei einem Eingang oder einem Ausgang. Versteht das nicht. Und das bringt sich eh nichts, da drin hat sie 175 Grad, also ist das eh egal. Eigentlich wäre das jetzt genau der Moment von der Explosion. Alles überhaupt nicht! Das ist. Oder war ich, glaube ich. Hat's gerade irgendwie einen Schlag getan? Vielleicht bist du jetzt paranoid. Ja. Ich bin. Immer paranoid. Meine Berufsbezeichnung als Zwerg. Aber man sieht schon, der Koblu hat auf jeden Fall, es wird immer noch Eis ausgeladen. Also das Eis braucht einfach auch extrem lange. Ja, wie gesagt, waren halt 4 oder 5 MK2-Gürtel. Ja, gut, das dauert halt ein bisschen, bis das durchkommt. Jetzt kommen noch Gürtel. Also hart, ist einer von euch gerade im Maschinenraum unten zugange? Nipp. Das sind geplante Verpuffungen. Was? wenn jemand mal zufällig im Maschinenraum vorbeikommt, könnt ihr mal bitte H2-Filter herstellen. Ein mittlerer H2-Filter. 2 Stück bräuchte ich. Unten bei den Filteranlagen. Ich vermute, die sind leer, so viel wie da sich zurückstaut. Es wird Zeit für Bumm. Nix wird's Bumm. Das ist alles voll gut so. O2 haben wir, Sauerstoff haben wir getauscht. Tatsächlich. Also der warum der so hoch geht, der Wert, verstehe ich auch nicht. Er müsste eigentlich abgearbeitet werden. Ja, mir macht das H2 in der Konzentration in der Leitung schon so langsam Angst, ne? Atmosphäre, da kümmern wir uns drum. Markus! Vielen lieben Dank für 5 weitere verschenkte Subs an die Community. Vielen lieben Dank dir. An Legoshi im ersten Monat. Ist Legoshi noch da? Ich glaube, er ist vorhin weg, ne? An Iron Eagle im ersten. Mutter Natur im dritten. Milchmann im zweiten. Und Mr. Moose im ersten. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Patsy, was hast du gesagt? Glaube ich nicht. Legoshi ist vorhin gegangen, ja. Ja, okay. Ja, dann freut er sich bestimmt demnächst wieder. Umso mehr. MB! Dankeschön für 5 Verschenkte. 2610 schenkt 5 Subs. Vielen lieben Dank. An The Certain One im ersten, an Chaos Mofis im zweiten, an Ölrettich im zweiten, an Omsedumsel im ersten und an Tiffy Holly im ersten. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch dir, MB. Dankeschön. Gerne mal Ausrufezeichen Hype in den Chat, meine Lieben. Und nein, Matt Guy, das wird nicht angezündet, das Zeug. Kriegt doch jetzt schon wieder Angst. I
just want you, I just need you, I know what it is you do. Wobei das sollte sich ja eigentlich ja mit dem O2 sollte das sich das ja auch was rapide steigt im Übrigen, sollte sich das auch ein bisschen ausgleichen, ne? Immer wenn einer den Anfang macht. Ja. Habt ihr keine Schleife, dass ihr mehr Items halten könnt? Meinst du eine rote Schleife? Das wird lustig. Nein! Sie wird nichts angezündet. Pazzi, du zündest auch nichts an. Koblu zündet nur sein Baguette an. Sollte ich was anziehen? Ich weiß es nicht. So ein bisschen Pyromanie war schon immer so ein bisschen, ne? Nee, ich bin gerade voll zufrieden, dass ich endlich mein Kraftwerk bauen kann. Also, ich bin gerade voll in meinem Element. Ja? Mhm. Wie ist das jetzt eigentlich? Die großen Stationsbatterien können wir noch nicht bauen, ne? Die müssen wir auch, da brauchen wir noch Material. Was fehlt uns? Astroloy? Hm, ich glaube, das fehlt. Bin mir jetzt auch nicht sicher. MB, dankeschön für 1000 Biddies. Vielen lieben Dank. Feuer frei! Nein! Danke vielmals. Die gesamte Strom, also die gesamte Verkabelung wird gerade geändert. War das nicht Stellite? Ja, das kann sein. Ah ja, Stellite war es, genau. Dann müssen wir auch mal herstellen. Das haben wir auch alles. Wir müssen viele Sachen mal herstellen. Das ist jetzt aber ganz gut eigentlich, dass wir jetzt so eine mit den Silos da eine Möglichkeit haben, auch wirklich konkret zu sagen, das brauchen wir. Und dann können wir das nämlich gezielt hinten in den Schränken vorbereiten und dann machen wir wirklich an einem Schmelztag nur diese eine Ressource, nicht wie beim letzten Mal, wo wir alles schmelzen und dann ständig rauf und runter regeln muss. Das ist super anstrengend. Lauren, dankeschön für 32 Biddies. Die Crasher halten den ganzen Transport auf. Eine Schleife für das Eis braucht es noch. Da gebe ich euch grundsätzlich recht, dass wir das hier ein bisschen erweitern sollten, dass wir das hier wirklich so ein bisschen eine Schnecke draus machen sollen. Das stimmt schon. Weil die halt eben so unfasslich lange brauchen. Ich könnte das ja schon mal vorbereiten. Weil letztendlich, die Schleife muss vielleicht nur zwei, oder dieses Schneckending müssen nur zwei reingehen. Das reicht ja theoretisch. Also quasi, wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt hier vor, gehen dann hier wieder zurück, kommen dann hier wieder vor und gehen dann hier am Ende dann auf diese Leitung drauf. Das müsste gehen. Das müsste gehen, ja. Bräuchte ich ein paar Sachen, aber könnten wir machen. Wobei das ja nicht schlimm ist, wenn das Zeug hier so ein bisschen durcheinander da reinkommt, ne? Also es hat ja macht ja keinen Unterschied. So, ich flitz da jetzt trotzdem mal ganz kurz raus. Müsste eigentlich passen noch. Okay. Eine rote Schnecke, auch bekannt unter Schleife. Das ist wunderschön. So. Wir haben das mit den Gürteln, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Kann das sein? Eine Sache brauche ich aber noch. Wandkühler.
Die brauchen wir auf jeden Fall. Und Rohre sollte ich mir nochmal einen Satz voll mitnehmen. Dann nehmen wir gleich die isolierten Rohre. Die hat er uns, Herr Pazzi, mit Liebe vorbereitet. Im Schweiße seines Angesichts, muss man dazu sagen. Ja, das war anstrengend. Und die Rohre sind für den Kühlkreislauf pink. Den müssen wir, wollte ich gerade noch nachgucken. So, mein Baguette ist tatsächlich fertig. Nein. Genießt du's? Da ich morgen meine letzte Klausur dieses Semesters schreibe, würde ich euch tatsächlich auch jetzt verlassen. Auch wenn der Stream vermutlich auch nicht mehr so mega lange gehen wird. Bin ich mal so frech und hau jetzt schon ab. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ebenso. Chat, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stationeers. Ja. Ich freue mich. Sicher. Und wünscht mir Glück, dass die vernünftigen Fragen reinkommen. Ich glaube tatsächlich. Glück, ja. Der Chat aber ist, es wird nicht der Fall sein. Ich glaube tatsächlich, der Chat ist auf deiner Seite. Da hoffe ich sehr drauf. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Hau rein, viel Erfolg, ciao, ciao. Ne? Dieser Code Blue, ne? Ein Teufelskerl. Geht einfach, wie immer. So, ich würde sagen, Pazibert, ich schließe jetzt noch diesen einen Kühler hier an. Und dann wäre ich eigentlich auch für heute schon durch, ne? Wie schaut's bei dir so aus? Ja, Moment. Stress mich nicht. Ich stress dich niemals nie. Also eigentlich fast immer, aber du weißt, wie ich meine. Oh, jetzt geht das nicht echt jetzt. Sag mal, wo geht denn hier die Stromleitung durch? Bestimmt hier oben irgendwo. Na also. Haben wir den Schlingel doch gefunden, ha? Hätten wir aber gar nicht gebraucht, kann das sein? Hier geht auch irgendwie einer lang. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Stick to the plan. Ach, der ist gewiss einer. Ich habe immer einen Plan. Irgendeinen. Hat sich, ich glaube, wir sollten mal irgendwann die Verhübschungsoffensive hier für unsere Base starten. Wir haben noch so viele Wände, die nicht schön sind. Also wir haben da echt Arbeit. Ja, ich mache das eh immer beim Vorbeigehen, weil ich mir nachher denke, was, wer hat diese Wand gesetzt? Ach so. Dann mache ich die Wand schön und dann gehe ich weiter. Das ist aber auch ein sehr, wie soll ich sagen, eine sehr achtsame Idee, ja? Also wenn du das so machst. Ja, irgendwer muss das tun. Das stimmt, ne? Das habe ich noch nie gesehen. Du kannst eine Türe komplett verstecken. Ich dachte, der rahmt die jetzt schön ein. Das ist ja genial. Sagt er ja, ich habe eine geheime Türe. Ja, aber ich hab's dir nicht geglaubt.
Das ist ja was anderes, wenn du recht hast. Ich habe immer recht. So, jetzt müsste hier drin die Temperatur konstant abgebaut werden und in dieses Rohrnetz eingespeist werden. Wenn dem so wäre, wäre ich happy. Kann man da durch? Nee, das glaube ich geht nicht, aber das wäre mega gut. Wenn das ginge, wäre das halt richtig episch. Ach ja. Wisst ihr, was ich jetzt heute Abend noch machen werde? Duschen? Ja, erstens. Aber das ist immer so. Das mache ich nach jedem Stream. Weil das ist, anders hältst du es ja hier nicht aus, ne? Was essen? Was essen, ja. Und während ich esse, schaue ich mir meistens so Segelvideos an. Das ist total schön. Mache ich auch immer. Schaue immer nach Videos von Milliardären an und denke mir, nach was? Könnte so schön sein. Von Milliardären. Milliardär? Nee, tatsächlich gar nicht mal so extrem. Ich schau mir da auf. Gibt's 1000 YouTube-Kanäle. Und die segeln halt mit ihrem Boot einmal um die Welt. Und das finde ich total spannend. Ich finde das total faszinierend. Das schaue ich momentan so gerne an. Ja, ja. Also, es ist wirklich. Es ist einiges, was irrsinnig cool gemacht ist. Und die. Also, ich meine, das sind halt ganz normale Leute letzten Endes. Das sind jetzt nicht irgendwie besonders reiche Menschen, die jetzt auf ihrem Segelboot umeinander jetten. Das sind ganz normale Leute, so wie du und ich, die halt einfach ein bisschen was gespart haben und dann einmal um die Welt segeln wollen. Und ich schaue mir das so gerne an. Das ist wahnsinnig cool. Ich bekomme bald eine Klimaanlage. Oh, du wirst es genießen. Und das ist halt tatsächlich, ich mag das total gerne. Party, wir treffen uns jetzt mal vor dem Schmelzraum. Jupp. Also da, wo die Schmelzkonsole für den Temperatursteuerung und so Zeug ist. Erdgeschoss. Alter Schwede, der Raum selber ist... Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendein Kabel gekappt und vergessen wieder anzuschließen, was den Strom zur Base führt. Was? Ich habe nichts gesagt. Eine Batterie ist leer. Ich weiß aber nicht, ob Tag oder Nacht gerade ist. Es ist Nacht. Irgendwann baue ich hier einen Tageslichtsensor ein, ja. Und wenn Nacht ist, leuchtet im Treppenhaus eine Lampe blau. Und wenn Tag ist, leuchtet die gelb. Damit ich wenigstens weiß, wie es draußen aussieht. Und wenn es stürmt, leuchtet die rot. Ja, irgendwie so. Du einfach die gesamte Base-Beleuchtung auf das. Hast du immer das gleiche Feeling wie draußen. Oh, Tageslicht. Ja, ja, so eine Tag-Nacht-Geschichte wäre halt mega cool. So eine Schaltung, dann, dass dann alle Lichter in der Base automatisch auf Taglicht geschalten werden. Und nachts geht dann so Nachtlicht an. Das ist schon mega. Oh ja, man merkt, es kommt Zeug rein. Die Temperatur im Schmelzraum nimmt rapide zu. Ja, die Rohre bleiben aber kalt. Ohne Probleme. Gell, Pazzi? Ja, ich sag mal ja. Also hier oben, die obere Temperatur, das ist Temperatur im Raum selber. Da ist der Gassensor. Und der misst, wie viel Grad hat es jetzt gerade da im Schmelzraum, wo die vier Öfen stehen. Und wie viel Druck ist in der Atmosphäre drin. Und hier unten siehst du das erste und das zweite Rohr, also die beiden Kühlrohrkreisläufe, die teilen sich erst ab einer bestimmten Temperatur auf. Also die quasi kühlen als eine Einheit, als Block, damit am Anfang die maximale Kühlleistung da ist. Und wenn die dann nicht mehr hinterherkommen, teilen die sich quasi auf, ab einer, ich glaube, 120 Grad rum, teilen die sich auf, damit der eine Kühlkreislauf schon an die Base abgeben kann, wenn er runtergekühlt ist. Und die andere aber dann sozusagen, dass das ein bisschen zwischenpuffert immer. Genau. Aber man sieht ja auch oben, die Temperatur im Schmelzraum geht hoch, weil CoBlue ja seine Mining-Geschichten abgegeben hat. Er ist pink, ich will ihn anfassen.
Mad Guy. Ich weiß nicht, ob das Party einfach so mit sich machen lässt. Nee. Also, weil ihr seht ihn ja gar nicht. Ich sitze ja da genau drüber. Tja, in diesem Sinne, meine Lieben, würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend. Party Bert. Ich würde sagen, wir gehen... Es war mir eine Ehre. Wir müssen... Oh, das haben wir schon lieb. Freue ich mich. Partybert, wir müssen noch einmal Aufzug fahren gemeinsam. Wieso? Weil es führt tatsächlich nur der Aufzug momentan in unsere Schlafgemächer, wo wir uns sicher ausloggen können. Wann gibt es ein VIP-Game? Wartet auf Dinge, die da kommen werden. Denkt. Ah, Party! Bist du wahnsinnig? Du hast meinen Anzug zerstört! Ich hab gar nichts getan. Du hast hochgedrückt, ich war noch nicht drin. Wo bin ich? Oh no! Meine Lungen sind kaputt! Warte kurz. Schnell den Helm reparieren. Da war jetzt auch eine Batterie drin, ne? Sauerstoff habe ich auch keinen. Haben wir irgendwo noch eine Sauerstoffflasche? Warte mal kurz. Helm, Batterie. Lebenserhaltung erstmal rein. Filter haben wir auch irgendwo noch. Haben wir nicht. Ich weiß, ich habe keinen Sauerstoff. Ein Filter muss reichen. Ich muss schnell hoch und den Sauerstoff austauschen. Böser Party! Ja, genau. Haben wir da oben eigentlich noch den Sauerstoffabnahmepunkt? Ja, ne? No! Aber nenn ich Abgastank, Lufttank. Okay. Zum Abschluss noch schnell einen Mordversuch, ja. Partybert! Ich begehe niemand versuchen. Nee! Ja, das ist alles auf Video. Alter Mörderbert. Ist mir sicherer so. Ich kommuniziere jetzt nur noch durch eine Glasscheibe. No! Okay, so. Noch weitere Filter sollte ich vielleicht nochmal herstellen für mich. Aber Patsy, wir müssen trotzdem nach oben. Das hilft ja nichts. Unser Bett wartet. Ist frisch bezogen von Code Blue vorhin, mit Liebe gemacht. So viel Zwerg wird jetzt gemacht, hat Markus. Ich schicke mich alleine hoch. Natürlich, du fährst jetzt da alleine hoch. Bis, und dann, wenn du oben ausgestiegen bist, dann komme ich erst mit dem Aufzug nach. Das ist, wie soll man sagen, Safety First Party, ja? Bist du ausgestiegen? Ja. Stimmt, Party braucht jetzt eine Strafarbeit für den Mordversuch. Der muss jetzt irgendwie die Filter reinigen oder sowas. Ja. Die durchgeatmeten Luftfilter. Jetzt plötzlich ist der Chat auf deiner Seite. Aber wie viele Privatnachrichten ich bekomme, dass ich die Base irgendwie manipulieren soll, dass du sie in die Luft sprengst, das ist wieder egal. Ja, nein, beim offensichtlichen Mordversuch, da ist der Chat dabei. Ja, ich merke das, ich weiß das doch. So, Partybert? Du schläfst in meinem Bett, was ist denn mit dir? Ich hau dich mit der Brechstange. Ich habe auf dich gewartet, Zwerg. Ich gehe jetzt einfach. Ich springe einfach aus dem Fenster.
leider gut machen. Zum Glück ging das jetzt noch. Ich wusste nicht, ob ich Sprit dabei habe zum Jetpacken. Atmen. Der Schock sitzt tief. Sein Bruder ist mir noch die Anzüge an am besten. Das wäre ich eventuell oder vielleicht auch nicht jetzt nur in Unterricht stark. Zum Glück haben wir hier keinen Sauerstoff. Ja, das Freiluftschlafzimmer. Koblu hat einfach nicht weitergebaut. So, meine Lieben, aber ich bin raus für heute. In diesem Sinne, danke erstmal, Partybert. Gerne, gerne. Ich logge mich schon mal an der Stelle aus. Ich auch. Okay. Und dann, wir hören uns, Party, ne? Ja, yep. Schönen Abend. Dir ciao. Auch, ne? Ciao. So, Freunde, wir sind euch für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen. Wir sehen uns morgen 18 Uhr. 18 Uhr. Wir fangen ein bisschen später morgen an, so wie jetzt die letzte Zeit üblich. Weil ich morgen tatsächlich noch ein bisschen was zu tun habe. Was aber nicht schlimm ist, 18 Uhr. Was wir spielen, weiß ich tatsächlich noch nicht. Machen wir spontan aus. Das heißt, es kann morgen alles kommen. Morgen ist völlig random. Irgendwas wird morgen kommen, aber was weiß ich halt echt noch nicht. Ne? In diesem Sinne, schlaf gut, hab eine schöne Nacht, lass dich gut gehen und wir sehen uns spätestens morgen, 18 Uhr. Gute Nacht. Vielen Dank für alles. Für all die Subs, Resubs, verschenkten Subs selbstverständlich. Und natürlich auch für die ganzen Follows. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr einfach da seid. Dankeschön. Ich bin raus. Tschüss und gute Nacht. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and dark. Can't take my eyes off, can't take my eyes off, can't take my eyes off, can't take my eyes off. You got this motion, dance in slow motion. My eyes can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Is every move you make even allowed? Can't get enough. I tried my best to look away, but I can't stop.